So. Willkommen zurück auf Ragnarök. Arg. Jetzt muss ich gerade mal zusehen, dass ich in den Sumpf komme. Da. Nee. Ich glaube, ich bin trotzdem falsch. Ne? Moment, mal schauen. Ich muss hier hin, oder? Nee, da. Was habe ich jetzt für ein Blödsinn gemacht? Bin ich jetzt richtig oder nicht? Ja, das müsste stimmen. Ich brauche einen Dimetrodon, damit ich weitermachen kann. Also muss ich in den Sumpf. Habe ich genug Munition für? Ja, ohne Ende. Aber laden müsste ich mal. Hey. Weil das wird jetzt witzig. Da geht natürlich die Post ab. Ich habe jetzt nur Dimetrodon dabei. Das war vielleicht auch ein bisschen dumm. Weil da könnte es auch Spinos geben. Da könnte es Baronix geben, die ich mir alle schon holen könnte, glaube ich. Na gut, ich bin jetzt hinter dem Dimetrodon her. Um das geht's mir jetzt. Jetzt müssen wir schauen, dass ich eins finde. Da gibt es Schlangen ohne Ende. Die würde ich erstmal so kaputt machen. Ach ja, hier haben wir doch schon Dimetrodon, oder? Nee. Doch. Nur mal gucken, welches Level der hat. Und das andere, was da so rumschlappt, müssen wir mal schlagen. Sarkosaurus, Baronyx. Habt ihr das Dimetrodon schon kaputt gemacht? Ihr seid ja Pappnasen, ey. Aber richtige. Das ist ein Dimetrodon, oder? Ach, es lebt noch. Aber du bist männlicher. Was nützt mir denn ein männliches? Scheiße. Nicht wirklich viel. Wo ist denn der Baro? Ach, habe ich den schon zusammengefressen, oder was? Nee, da. So, ja, du bringst mir leider nichts, aber da hinten war noch und ich habe gerade noch irgendwo einen gesehen. Da. Da haben wir einen Cabroso, der wird aggressiv. Den müssen wir sowieso gleich patschen. Oh, Fuckadoro. Die Viecher gehen mir auf den Sack. Ganz gewaltig. Na, jetzt gucken wir nochmal schnell, was hast du denn? Also solange du um die Level 100 noch was bist, ist ja okay. Naja, du bist ja gar nichts. Du kannst mal sterben gehen, dann kann was Neues nachspawnen. Dankeschön. Tschüss. So, hier war irgendwo ein Dimetrodon, das habe ich aber schon, das war das. So, hier waren aber noch mehr, wo war das andere? Da hinten. Da ist ein Frosch. Hier ist noch ein Dimetrodon, oder? Männlich. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verscheißern? Sieh mal zu, dass hier ein weibliches herkommt. Wer braucht denn ein Männchen? Gibt's ja gar nicht. Blöder Frosch, Fister. Da hinten ist eine Schlange oder sowas. Bringt mich jetzt alles nicht viel weiter. Ja, natürlich wimmelt es hier auch von Dilos. Auch die wohnen hier ganz gerne. Hä, habe ich die nicht erwischt? Was bist denn du für ein Idiot? Daneben gebissen oder was? Geh doch weg, Mann. Frosch. Das ist doch keine Schildkröte. Bringt mich alles nicht wirklich weiter. Ich brauche einen Dimetrodon, weiblich, wenigstens um die Level 150. Einen Caprosuchus brauche ich auch nicht. Ja, das wird jetzt ein bisschen nervig, aber jetzt muss ich den mal suchen. Was bist du? Ach, du bist so ein anderes komisches Vieh. Ich weiß gar nicht, ob du aggressiv bist, aber auf jeden Fall sieht man, dass es hier Brackwasser ist. Die schwirren hier im Brackwasser rum. Na, weil wenn du guckst, da schwimmen immer mal Pfützen hoch. Das ist hier also nicht wirklich ein festes Land, aber es reicht, dass man eben drauf landen kann. Das finde ich cool. Also das ist schon echt auf der Karte nett gemacht. Der Sumpf ist hier wirklich Sumpf. Das ist lustig. Muss man einfach sagen. Na du, suchst du Stress? Kannst du haben. Oh, sogar Level 208, du wärst sogar was gewesen, Mensch. Das war eine Achatina da gerade, oder? Willst du mich eigentlich angreifen? Dumme Idee. Oh ja, tatsächlich war eine Achatina, die hätte ich aber. Wieso hast du so eine große Reichweite mit deinem. Ja, das wäre besser gewesen, wenn ich die.
anders genommen hätte. Zwar mich gerade ist da drüben noch ein Dimetrodon. Das sah gerade so aus. Da ist eine Achatina, aber lebend, so wie es aussah. Ich könnte ihn natürlich zähmen, aber. Ja, das ist ein Dimetrodon. Bist du weiblich? Tu mir den Gefallen, Level 100, schlag mich tot. Männlich. Was ist hier los, Mann? Gibt's ja gar nicht. Da ist noch ein Dimetrodon. Männlich und noch Low Level. Was ist denn hier, Mann? Oh, Piranha, leck mich doch. Scheiße, ich hab Blutengel an der Fresse. Ausgesaugt. Werden dir langsam entzogen. Leg es ab. Ja. Ist der Plan. Dazu bräuchte ich aber einen. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Ach, Nichts, Folgeabstand. Folgeabstand sehe ich automatisch, ja. Komm, geh mal runter. Ich möchte gern aufsteigen. So, dann brauche ich eine Feuerstelle. Muss ich mal schnell ins Feuer hüpfen, dann ist nämlich ja Ruhe. Mit dem blöden Blutegel. Caprosaurus, ich habe jetzt keinen Bock auf euren ganzen Scheiß. Ihr müsst alle einfach nur sterben. Boah, ihr seid alle voll Max-Level, ey. Hammerhart. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Ach, das ist Lehm. So sieht es aus. Das letzte Mal habe ich zugegriffen, habe es nicht gesehen. Da war ich direkt im Sumpf. Normalerweise kann man Lehm herstellen, aber ja, anscheinend kann man den eben auch so finden. Ne? Nett. Was passiert hier? Nix. Kann ich mit der Axt da draufhauen? Nee. Kann ich es ernten? Nö. Ist einfach nur Optik. Okay, naja, warum nicht? Ich brauche jetzt ein bisschen Holz, ein bisschen Stein. Ein Lagerfeuer herstellen schnell. Und dann ist er roh. Jetzt haben wir den Caprosaurus. Die sind sehr aggressiv. Machen wir ihn gleich weg. Dann ist er nicht mehr aggressiv. So, Holz. Ja, da bestimmt auch irgendwo, habe ich nicht gerade vorher noch einen Steinfelsen gesehen, so einen kleinen. Da. Aber ja, normalerweise müsste man hier mit dem Frosch reingehen, ne? Das kennen wir ja, das Thema. Wo habe ich denn die andere hingeballert? Die andere Maganeura oder wie sie heißt. Da ist eine Achatina. Die sind echt cool. Achatina-Paste und so. Ist schon. Wäre schon witzig, aber ja, muss erstmal gucken. Meine zähmen. Das andere Viech, keine Ahnung, wo das hin ist. Da war gerade noch ein Summen zu hören. Ist da das Viech noch oder was? Keine Ahnung. Was? Wovor rennst du denn jetzt davon? Ich sehe es schon. Bist du gerade gespawnt oder was? Ah, ich soll vielleicht die Schotze nehmen. Egal. So. Eigentlich hatte ich ja vor, mir ein Feuer zu basteln, ne? Um das Hässel und Viech hier loszuwerden. S plus, dann kann ich es mitnehmen. Weil der Blutegel nervt mich ein bisschen. Ich habe angefangen, mein Gewächshaus einzubauen. Auch das hat funktioniert. Platzieren. So, es muss hier ein bisschen Stroh oder Holz oder irgendwas rein. Das kennen wir ja schon, das Thema. So, tut zwar ein bisschen weh wegen dem Feuer, aber ich werde den Blutegel los, weil dem gefällt es auch nicht. So. Man sollte wegen aufpassen, wegen der Scheiße hier. Das nervt, aber ich brauche alles, kein Blutegel und kein sonst was. Ich hätte gerne ein einigermaßen High-Level weiblich Dimetrodon.
Ja, suchen, ne? Das ist vielleicht ein Scheiß. Also ein Dilo. Das ist nicht ganz dasselbe wie ein Dimetrodon. Sarcosuchus, Caprosuchus brauche ich alles nicht. Geh sterben. Ach, da war ja eine Schlange. Was ist das denn? Sieht ja interessant aus. Ist ein Stein oder was? Geht doch alles sterben. Ich habe immer noch nicht geschaut, wo mein Peter ist. Kann sein, dass der vielleicht tot ist. Ich habe nicht geguckt. Es tut mir leid, ey. Ich hoffe, entweder ist der zusammengestoßen mit den anderen und ist da irgendwo rumgebackt, als ich aus Versehen mal die J-Taste gedrückt habe. Wenn nicht, ist er tot und ist irgendwo runtergestürzt. Das wäre schlecht. Ja gut, dann müssen wir schauen. Mal gucken, wo der ist. Bin ich jetzt am nördlichen Ende, oder? Also am westlichen Ende des Sumpfes. Wenn ich was sehen würde. Ja. Ja, ist so. Das nervt. Da hüpft der Caprosuchus rum. Das sieht vielleicht bescheuert aus. Der hat so einen komischen, ganz komischen Gang, so einen halbhüpfenden. Ja, brauche ich aber alles nicht. Brauche ich einen Dimetrodon. Wahrscheinlich wird da hinten gerade einer fertig gemacht von dem Baronix. Das wäre es jetzt auch noch. Toll. Nee, es war, glaube ich, kein Dimetrodon, aber das wäre so passend gewesen. So wie gestern der Club gnadenlos untergegangen ist. Ich meine, mit dem Untergehen, das war ja abzuwarten, aber so, das hätte nicht sein müssen. Ich habe doch gerade ein Dimetrodon-Segel gesehen irgendwo im Wasser, ne? Ich habe doch gerade irgendwo im Wasser ein Dimetrodon-Segel gesehen. Das ist eine Schnecke. Vielleicht habe ich die auch fürs Dimetrodon-Segel gehalten, weiß ich nicht. Da ist ein Kroko. Ja, mehr wie eins. Warum greifen die eigentlich die Großen nicht an? Wüsste ich ja schon mal gerne. Ja, wenn du hier sowas legst, dann kannst du die Magoneras kaputt machen, ne? Ist schon witzig, weil das ist das. Leg irgendwas im Sumpf und dann hast du Spaß, weil dann kommen die alle an und dann kannst du einem Meister Pfister mit dem Frosch loslegen. Ist cool. Aber bringt mir alles nichts. Bauen die Metrodon. Sarko finde ich ohne Ende. Caprosuchus finde ich. Was weiß ich, was finde ich? Dilos finde ich. Da ist ein Dimetrodon. Wenn er nicht wieder stirbt. Wo war der jetzt gerade? Das ist doch einer. Was war das denn jetzt schon wieder? Leck mich doch am Arsch. Ja, nur Level 2. Was ist denn jetzt? Könntest du. Mann, 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 Mann. Ja, du bist leider nur Level 32. Was wäre besser als gar nichts? Später was anderes holen. Oder ich suche noch mal ein bisschen weiter. Das ist ja nervig, Level 32, was soll denn der Scheiß? Es geht mir halt darum, dass ich die Eier habe. Ich brauche das Viech ja eigentlich eh nicht. Das ist eine Klimaanlage, eine wandelnde. Aber brauche ich ja eigentlich nicht. Was habe ich da für Munition drin? Enchants, ja gut, egal. Legt das Viech mal. Da ist ein Baronix natürlich oder irgendwas, ne? Da drüben, warte mal. Jetzt brauche ich erstmal, wo ist mein. Da, Petra. Jetzt muss ich halt aufpassen. Was hier sonst noch so rumschlappt, muss ich eventuell abwehren. Absoluter Müll, das Viech. Taugt nichts, aber.
Ist halt jetzt besser als gar nichts. Aufpassen, dass der Dilo da nicht ankommt. Vielleicht soll ich ihn gleich legen. Dass er weg ist. Wobei, je mehr Viecher ich lege, umso mehr Chancen bestehen natürlich auch, dass er ganz anders nachspawnt. Ne? Ja, das einzige Gute ist halt, dass der sofort. Ach du Scheiße, dass der erstmal sofort wieder aufwacht. Fuck. Der hat ja viel zu wenig Torpor. Leg dich hin, habe ich gesagt, Mann. Hast du Hunger? Ja, sieh mal zu, dass du Hunger kriegst. Das ist ja scheiße, der hat überhaupt keinen Torpor. Ach ne, Moment. Der regeneriert das sehr schnell wieder. Ne? Das ist ja eine Scheiße. Das ist ja fantastisch. Wo ist denn jetzt mal angefangen? Ach, das ist jetzt verschwunden. Das habe ich ja ganz toll gemacht. Das ist einfach jetzt verschwunden. Oh Mann, ey. Also da muss ich gegenarbeiten. Der geht wahnsinnig schnell wieder runter mit dem Torbohr. Das ist ja scheiße. Naja, gut. Was ein Bullshit. Und aufpassen muss ich nebenbei natürlich auch noch auf Viecher, ey. Das ist ja eine Kacke. Das ist ein Holz, das sah gerade aus wie irgendwas. Ich muss höllisch aufpassen. Das ist ja Wahnsinn, wie der das wieder runter macht. Meine Fresse. Bleib bloß bewusstlos, du kleiner Hässler, ey. Es ist ja schwer, so ein Dimetrodon zu zähmen, ey. Naja, gut. Dann sehen wir zu, dass wir das jetzt schaffen. Habe ich jetzt das Kibbel dabei? Oder habe ich das meinem Vogel. Ah, da. Komm, nimm das gleich. Wenn das frisst, dann frisst es und dann ist gut. Was? Ich habe eine Schlange gehört. Ah ja, okay. Er hat es ja umgebracht. Ja, das wird ja jetzt fantastisch doof. Du nervst gerade ein bisschen, weißt du das? Aber ich glaube, dich kann ich noch nicht zähmen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von dir alles habe. Drei Kibbel bräuchte ich noch für irgendwas, habe ich gesehen. Aber ich habe keinen weiblichen Dreieck, ich habe nur einen männlichen. Das nützt mir auch wieder nichts. Im Moment steigt es noch. Ach, so ein kleiner Krüppel, ey, da hat der überhaupt keinen Torpor. Oh, also verlierst halt auch sau schnell. Ist ja Wahnsinn, wie schnell es wieder runtergeht bei dem. Meine Herren. Ich würde das Viech gerne noch fertig kriegen. Du bist da, okay. Bisschen aufpassen hier. Wie gesagt, dann haben wir notfalls das, was wir brauchen, ist okay. Verliert schon wieder, ne? Und wie schnell, ey, das ist pervers, wie schnell das runtergeht. Du musst ständig. Was habe ich denn jetzt gemacht? Bin ich blöd? Du musst ständig gegenarbeiten. Mein lieber Mann. Ja, da bin ich ja ganz froh, dass ich kein so ein hochleveliges genommen habe, weil das wäre dann wahrscheinlich noch schwer. Obwohl, es wäre halt trotzdem sinnvoller. Weil es dann mehr kriegt. Das ist Wahnsinn, wie schnell der wieder. Oder die, besser gesagt, ja, na, sorry, es tut mir leid, jedes Mal mache ich Blödsinn. Die ist ja eigentlich ein Weibchen. Das Torpor wieder verliert, das ist ja abartig. Du kriegst jetzt noch bis 25. Nein! Bis 25 runter, dann soll es aber gut sein. Also. Habe ich jetzt eigentlich so einen blöden Blutegel? Nee. Wieso? Woran bin ich denn jetzt losgeworden? Machst denn du da eigentlich, du blöde Petra? Hast du wieder irgendwas geschlachtet oder was? Da habe ich sie. Ja. Klima 1. Also, du bist voll für den Arsch. Dich werde ich sowieso umbringen dann. Naja. Du bist ein, was bist du? Ein Fleischfresser, ne? Dann nimm mal den ganzen Schrott hier. Viel Spaß. So. Gibst du mir das?
Ich glaube, du bist ein Fleischfresser. Du hast einen guten Nahkampfschaden, eigentlich Gewicht brauchst du ja nicht wirklich. So. Okay. Na gut. Ist nicht sehr sinnvoll, aber besser als nichts. Wo ist meine Petra? Ah, da hinten. Komm mal mit. Ja, hä? Wo hänge ich denn jetzt fest? Du kommst da auch nicht rüber, hä? Doch, kommst du. Du bist ja cool. Titanoboa, ach so, ja klar, natürlich. Kannst du ein Gift geben. Außerdem kannst du den ganzen Rest geben. Was ist denn los bei dir? Kommst du hinher? Ja, gerade so, du bist jetzt sehr langsam. Naja. Aber gut, ich will dich ja auch nur haben, damit ich jetzt Eier habe. Damit ich jetzt die Berechtigung habe, mir einen, ich glaube, einen Galli war's, zu holen. Und mit dem Gallimimus kann ich mir dann nämlich irgendwas anderes holen, also was ich eben brauche, so nach und nach. Es ging darum, dass ich weiter zähmen kann. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen. War ein bisschen nervig. Und leider überhaupt nicht lohnenswert jetzt. Gerne Like oder Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Part. Entweder mit einem besseren Dimetrodon. Und vielleicht ein bisschen schneller wird er ja, wenn er weiter weg ist. Und vielleicht mit, keine Ahnung, mal schauen, der nächsten Zähmerei. Ach genau, und Mammut kann ich. Das war nämlich Raptor, aber Volirino ging es mir drum. Das geht nicht. Und da habe ich glaube, Terrorbird gebraucht oder was. Und fürs Terrorbird brauche ich eben alles Mögliche. Andere erstmal. Na gut. Bis dahin. So ein Mist. Das Viech ist ja voll für den Arsch. Aber wir könnten mal deine Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Das so ist ja nicht. So. Das ist erstmal vergammelt, bevor du überhaupt Hunger hattest. Ich glaube, so ein Fleisch gibt 50 oder was. Naja, mal gucken. Ob der was frisst, weiß ich jetzt nicht. Oder ob der lieber Fisch frisst. Kann auch sein, dass er Fisch frisst, lieber. Sie, Entschuldigung. Jedes Mal. Ja, sieht aber so aus, als ob. Oder ist es seine Aufstiegsanimation? Kann auch sein. Naja. Ist eine Klimaanlage, das Ding, aber für den Arsch. Neutral.